Jo, moin Leute. Ja, heute ist Donnerstag. Wir sind mal kurz auf dem Campingplatz. Aber nicht, was ihr denkt. Nein, wir wollen nur unsere Badehose und den Bikini holen. Wir fahren nämlich am Wochenende an die Nordsee. Aber nicht mit dem Wohnwagen. Ja, jemand aus unserer Familie hat das gebucht. Wochenende an der Nordsee. Konnte aber nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann übernehmen wir das einfach spontan. Ja, und so kommt das, dass wir jetzt an die Nordsee fahren und da in eine Pension gehen. Ha, mein Baby ist ja auch schon am Packen. Eine Badehose, zwei Badehosen. Ja, Leute, jetzt auch schon Freitag. Ich habe jetzt noch mal eben eine Runde hier mit dem roten Mercedes gedreht. Und gleich ist Feierabend und wir wollen heute am Freitag auch noch losfahren nach Cuxhaven. So, und weiter geht's. Wir wollen ja fertig werden. So, hi. Wir sind jetzt an der Nordsee angekommen. Gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Der sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr den da hinten sehen könnt. Und ob die Kamera das jetzt so schafft. Aber der sieht echt toll aus. Scheint die Kamera auch nicht zu schaffen, es ist dunkel. Tja, gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Melanie versucht ja gerade ganz konzentriert mit ihrem Handy ein Foto zu machen. Das sieht aber gut aus. Natürlich, mein Handy kann. Melli ist hier intensiv damit beschäftigt, den Sonnenuntergang zu fotografieren. Aber der ist ja auch echt schön. Mega. Ja, guck dir das mal an. Tja, es ist jetzt draußen dunkel geworden. Wir sind hier in unserem Zimmer angekommen. Ja, also Begeisterung sieht anders aus. Die Vorhänge sind auch zu kurz. Man kann es also nicht ganz schließen. Es kommt also immer noch so ein Spalt Licht rein. Aber wir haben einen Fernseher, der geht. Hey. Und was sagen Sie zu Ihrer Unterkunft? Ich schätze, was im Leben nie gebucht. Aber ganz ehrlich, das Zimmer hier ist nur eins der guten. Ja? Wir haben doch richtig Glück gehabt. Wir haben uns ja gefreut, dass wir ein eigenes Badezimmer haben, aber das Badezimmer ist auch nicht wirklich auf unserer Etage, ne? Also man muss dazu erst eine Treppe runterlaufen. Ja. Und in der Badewanne hängt ein Zettel, nicht benutzen. Das ist so schräg, ich habe das Gefühl, ich habe eine Zeitreise gemacht, ernsthaft. So, ich gehe jetzt mal aus dem Schlafzimmer, sage ich mal, wo wir Bummeli gemacht haben, raus in den Flur. So sieht das dann aus hier. Hier geht eine Treppe nach unten und da ist irgendwas, was auch immer. So sieht der Flur aus. Aus der Tür bin ich gerade gekommen. Ja, und jetzt muss man diese Treppe nach unten gehen. Nehmt euch einfach mal mit. Hier ist noch eine Tür. Hier geht es dann nach unten zum Ausgang bzw. Eingang. Aber ich wollte jetzt mal das Bad angucken. Ich schub jetzt mal die Tür auf. So, das ist das Bad, was wir jetzt die Tage hatten. Beziehungsweise zwei Tage. Man kommt hier rein und hier ist gleich Toilette. So sieht das aus. In der Ecke die Dusche. Ja,
Die Dusche. Wir haben ja heute Morgen geduscht und die Dusche sieht halt so aus. Also nicht unbedingt so hübsch. Naja. Könnte mal überholt werden. Ja, dann ist hier eine Badewanne drin. Auf dieser Badewanne klebt ein Zettel. Badewanne bitte nicht benutzen. Okay. Ja, Fenster. Und hier ist eine Jalousie vor. Okay, super. Wir hatten im Zimmer keine Jalousie. Also, bei es hell wurde, waren wir natürlich wach. So sah unser Waschplatz aus. Oder sieht der aus? Hi. Ja, eben, als ich hier das Handtuch runtergezogen habe, da habe ich hier das Teil mit in der Hand gehabt. Ja. Gut, es ist nicht alles das Neueste hier. Aber für den Preis, hallo, man könnte da echt mal was machen. Ja, und hier mit der Toilette, die ist natürlich mega eng. Also, wer da etwas, ne, kräftiger ist, wie auch immer, hat hier Probleme mit der Duschwand. Jo, ja, das war unsere Unterkunft. Ups. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Zimmer. Und ich muss auch sagen, hier in diesem Flur stinkt das extremst nach altem Kippenqualm. Es ist echt der Hammer. Aber jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Jens. Ja, wir wollen frühstücken. Nicht, Baby? Wir haben Hunger, ne? Wir haben Hunger. Genau. So, jetzt geht's los. Erstmal eben an den Strand und dann frühstücken. Nicht, Baby? So, wir sind hier auf dem Campingplatz an der Nordsee und wir gehen jetzt mal den Dampfer Manfred besuchen. Den kennt ihr ja alle aus dem Kaffee trinken. Und jetzt überraschen wir den mal. So, wir sind noch auf der Suche nach Manfred. Und ja, ich habe es mit Google Maps versucht hier, aber nicht geschafft. Und Melanie meint, sie weiß, wo es lang geht. Gut, jetzt folge ich mal Melanie. Hallo, hallo. Hi, Schätzelein. Erstmal du. So. Grüße dich. Na, alles gut? Alles gut? Alles gut. Schön. Ja. So, wir sind hier jetzt in Bremen an der Schlachte. Ja, wir sind wieder zurück in Bremen, in unserer Heimatstadt. Wir sind hier gerade an der Weser. Da ist die Weser. Ja, wir haben ja auf dem Rückweg noch Manfred besucht. Die Begrüßung haben wir ja noch gefilmt. Aber dann haben wir uns irgendwie so verquatscht, dass wir gar nicht mehr gefilmt haben. Naja, kann passieren. Sprich, ja, naja, außerdem war das auch mehr privat als, ja, naja, gemixert eigentlich, aber okay, wir haben ihn getroffen. Spricht für ein gutes Gespräch. Ja, und das war total schön, weil die beiden sind echt super lieb, Manfred und seine Frau, ganz, ganz toll. War richtig schön. Toll, dass wir da bei euch sein durften, Manfred. Lieben Dank nochmal an euch zwei. Und ja, das ist eigentlich jetzt das Ende von unserem Video. Genau. Ja, und hier hinter uns steht auch unter anderem die Alexander von Humboldt. Jupp. Jetzt als Restaurantschiff. Die zeigen wir euch einfach nochmal kurz. Wir drehen uns mal eben um, ne? Jawohl. Jetzt wird Melanie klein, weil Melanie hat nämlich auf der Stufe hinter mir gestanden. Aber ging gut, oder? Ja. Tidili. Kannst du ja mal kurz zeigen. Da. Ja. Warte.
Damit du auch mal die Spitze. Die mit dem grünen Rumpf. Das andere ist das Pfannkuchenschiff. Ja. Oder Pannekuckschiff. Aber es ist ganz witzig hier an der Weser am Bremen. Das ist das Pannekuckschiff. Ja. Also die hintere. Die Pannekuckenschiff? Da. Die hintere ist die Alexander von Humboldt. Die hinter meinem Kopf. Ja. Ja, man kann das echt schlecht sehen, weil hier habe ich jetzt so die Sonne. Aber Pannekuckenschiff, Deckschiff. Passt doch, oder? Jo. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn. Ciao. Tschüss.